Auf eine starke Frau freuen wir uns auch jetzt gleich. Und da spielt Musik auch eine wesentliche Rolle in ihrem Leben. Ja, vielleicht ein bisschen ein anderes Genre, muss man schon sagen. Ja, okay. Mozart, nichts Klassisches in dem Sinn. Aber ja, wobei, die hat eine fundierte Ausbildung. Das stimmt. Also auf jeden Fall Gesangsausbildung hat sie, dann hat sie eine Musical-Ausbildung gemacht, aber sie wollte halt immer auf die Bühne. Und sie hat es geschafft, nämlich seit 10 Jahren zählt sie zum Fixstern. Und bezeichnet sich selbst als Schlagerprinzessin, die jetzt ganz neue Töne anschlägt. Wir freuen uns auf Julia Reich. Ich spüre es voll und ganz. Das Gefühl, wenn im Leben einfach alles stimmt. Und das Glück, dich ganz fest in die Arme nimmt. Mein Herz ist tanz, tanz, tanz. Ich spüre es voll. Es erstrahlt in buntem Licht. Es ist mir nicht wichtig, was die Zukunft bringt. Ich lasse los und befreie mich. Was andere denken, interessiert mich nicht. Ich spüre nur Freiheit und Lebenslust. Bei mir gilt die Devise, alles kann, nichts muss. Egal ob bei Regen oder Sonnenschein. Mein Herz kennt den Weg zum Glücklichsein. Mein Herz ist tanz, tanz, tanz. Ich spüre es voll und ganz. Das Gefühl, wenn im Leben einfach alles stimmt. Und das Glück, dich ganz fest in die Arme nimmt. Mein Herz ist tanz, tanz, tanz. Ich spür es voll und ganz. Diese Freude, das Lächeln in meinem Gesicht. Weil ich frei so verliebt in den Augenblick. Mein Herz ist tanz, strahlt in buntem Licht. Es ist mir nicht wichtig, was die Zukunft bringt. Ich lasse los und befreie mich. Was andere denken, interessiert mich nicht. Ich spüre nur Freiheit und Lebenslust. Bei mir gilt die Devise, alles kann, nichts muss. Egal ob bei Regen oder Sonnenschein. Mein Herz kennt den Weg zum Glücklichsein. Sie rappt. Ja, aber hallo. Hallo, ja, was versucht Rap im Schlager? Ja, ich habe es ja selber gar nicht glauben können. Das war irgendwie ein Versuch von mir und meinem Produzenten und Co-Songwriter, dem lieben Lukas Lach. Ich habe zuerst gesagt, das ist irgendwie Bochen, wie man bei uns so schön sagt. Dann war ich mir nicht sicher und dann hat er gesagt, wir lassen es einmal drin. Und dann habe ich es aber so cool gefunden, dass wir es drin lassen haben und jetzt rappe ich offiziell auf. Weil du es ja auch gut machst. Ich meine, es ist immer was, wer kann, der darf. Nach dem Motto. Grundsätzlich möchte ich meinen, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Der Mund bewegt sich schnell bei mir, das muss man sich zunutze machen. Ja, man braucht man muss mit den Sachen arbeiten, die man hat, da wird rausgehaut. Aber du hast schon gesagt, Co-Produzent und Co. Also hat ja mit, du schreibst mit auch. Genau, wir schreiben alles gemeinsam, eigentlich alle Songs, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Und das ist mir auch total wichtig, weil ich will mich einfach künstlerisch einbringen. Mhm. Und genau. Ja. Jetzt textlich in erster Linie oder auch musikalisch? Beides eigentlich. Wir haben meist vorher eine Idee, worüber wir schreiben wollen und dann geht es gleich zur Sache und es funktioniert auch. Also im Anfang war das Wort. Genau, so ungefähr. Und welche Themen sind dir da wichtig? Das sind Dinge, die mich selber sehr beschäftigen und da landen wir eigentlich schneller mal bei Lebensfreude, positiver Energie, dass man das Leben soll, was man ist und sich zeigen soll. Also das sind so die Themen, die mich ausmachen und die ich auch in meinen Songs verarbeite. Und da eignet sich der Schlager halt perfekt. Ja, absolut. Und das liebe ich auch dran, dass es so zugängliche Themen sind, mit denen auch jeder irgendwo was anfangen kann, so was Direktes. Nicht so sehr im Kopf, sondern einfach aus dem Gefühl heraus. Ja, positive Energie, gerade in Zeiten wie diesen, was ganz Wichtiges ist. Immer gut, immer gut. Du hast eine Ausbildung, Bachelor of Art and Music. Genau, klingt urkompliziert. Education, also es klingt urkompliziert. Ich glaube, wir müssen es so sagen. Ja. Ist aber eigentlich Musiklehrerin, wenn man es runterbricht. Naja, bleiben wir bei Bachelor of Art. Okay, verstehe. Hast du das auch jemals ausgeübt, richtig? Ja, also ich habe viel Klavier- und Gesangsunterricht gegeben, mache das auch nach wie vor noch, zwar natürlich nicht mehr so viel, weil die Zeit nicht so bleibt, aber ich mag das auch total gern, weil ich es wichtig finde, das, was ich auf der Bühne erlebe, auch irgendwie dem Nachwuchs weiterzugeben und auch ein bisschen Realität reinzubringen, weil man stellt sich das immer ganz anders vor, als es ist und dann wirklich auch das Handwerk weiterzugeben, ist eine wunderschöne Sache. 2018 hast du dein Album veröffentlicht, Elektrisches Fieber. Genau. Und was hat sich seitdem verändert? Also dann bist du ja wirklich eigentlich so richtig in dieses Geschäft gestartet. Genau, also sehr viel zum einen, worüber wir eh schon gesprochen haben, dass ich eben selber mitschreibe und auch den Mut gefasst habe zu sagen, ich bin da wirklich hinter dem künstlerischen Prozess auch. Und da hat sich auch im Background sehr viel getan. Ich habe nämlich mein tolles Management gefunden, Mike's Music Media, mit denen ich wundervoll zusammenarbeite.
Und das war so eigentlich der totale Meilenstein seither. Da steht auch menschlich wahnsinnig viel dahinter. Und ich sage, ich gönne mir, mit Menschen und Leuten zu arbeiten, mit denen es mir taugt und ich gerne mag. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das Geheimnis und das Rezept für den Erfolg. Aber man erreicht dich ja auch höchstpersönlich, nicht nur über das Management, weil du stehst dahinter deinen Social-Media-Accounts. Die verwaltest du selbst. Genau, mir ist das auch wichtig, dass ich den direkten Kontakt zu den Leuten habe, weil mir das selber auch total taugt, einfach auch sehr. Ich bin ein sehr zugänglicher Mensch, also würde ich über mich sagen. Und da ist mir auch der direkte Kontakt einfach wichtig und den Leuten, die Künstlerinnen und den Menschen anzubieten und nicht irgendwas von weit weg her. Okay, also Fanpost ist dir nichts Lästiges, sondern das erledigst du gern. Naja, so lange wie das manchmal dauert, das bei der Post abzuholen, dieser Prozess ist schon manchmal lästig, aber beantworten tue ich sie gerne, sagen wir mal so. Aber man sieht auch in dem Video, mein Herz, es tanzt in dem Video, dass du gerne tanzt. Und du kommst ja auch vom Tanzgrößen. Du hast beim ZDF-Fernsehballett mitgewirkt. Und, genau. Und wann war da für dich der Punkt, ich möchte jetzt von der zweiten oder von der begleitenden Reihe in die erste? Wann war das oder was war da das ausschlagende Moment? Ich habe im Zuge meines Engagements beim Fernsehballett sehr, sehr viel hinter Schlagerkünstlern getanzt. Ja. Und dann auch viel auf Kreuzfahrtschiffen und mir war dann irgendwie klar, ich will das auch selber machen und ich suche immer Herausforderungen und bin dann eigentlich am Schiff dazu gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich will jetzt weg von dem Ensemble und bewerbe mich einfach als Solokünstlerin, ist ja wurscht, schauen wir mal und es hat geklappt, genau. Da mit dem, auf einem Kreuzfahrtschiff rund um die Welt zu dingeln, das, waren das für dich so eine Art Lehrjahre oder so? Oder wie kannst du jetzt im Nachhinein einen? Erstens habe ich wahnsinnig viel von der Welt gesehen, natürlich viele Möglichkeiten bekommen, mich auch auszuprobieren, weil wir wahnsinnig viele verschiedene Shows hatten. Und das war eine sehr lehrreiche und spannende Zeit, die mich auch menschlich sehr geprägt hat, auf jeden Fall. Wann ist jetzt, also mein Herz ist Tanz, das ist jetzt einmal ein Song, aber wann kommt das Album, das nächste? Schauen wir mal, ich bin im Moment eher auf Singles konzentriert, weil mein aktuelles Album ist ja auch noch nicht so alt und es ist auch immer ein Akt, das zu machen. Und jetzt will ich zuerst einmal die vielen Songs, die ich auf zwei Alben habe und auch Singles danach auf die Bühne bringen und dazu gibt es auch richtig viele Möglichkeiten im Moment und darüber freue ich mich sehr. Und wie schaut es mit Live-Auftritten aus? Also jetzt wirklich sehr, sehr viele. Jetzt im August bin ich noch viel in Deutschland und im Oktober bin ich dann auf der Wiener Wiesn und in der Gernot Arena in Jennersdorf und mit Radio Grün-Weiß unterwegs, also sehr umtriebig. Okay, es wird dann nicht langweilig. Nein, ich merke es. Urlaub ist ein Fremdwort oder so? Nein, geht. So kehrt davon. Im Sommer, ja, schon mal irgendwie so ganz am Rande. Also im Sommer bin ich immer gern da, weil das Wetter eh bei uns so schön ist. Und dann im Winter schauen wir mal. Also irgendwo wird es mich schon hinziehen, aber ich plane das ja kurzfristig. Und mir gibt auf der Bühne stehen Energie, da brauche ich keinen Urlaub. Ja, so ist es. Julia, ich danke dir sehr herzlich. Wir danken dir, dass du heute zu uns gekommen bist. Viel Erfolg weiterhin. Ja, mit deinem Album natürlich auch, mit deiner neuen Single und mit dem Rap. Und so Rap.